machen eine Sache, die ich sonst nachher wieder vergesse. Voilà. Schnapp, schnapp, schnapp. Das ist halt echt bei diesem Spiel, ne? Man hat 5 verschiedene Kongs, aktuell haben wir nur 4, Gott sei Dank. Aber, ne, später 5 Kongs und alle haben 5, also jeweils 100 Bananen in dem Level und 5 goldene und Platten und Fässer und... Aber viel sich das alles zu merken. Vor allem, wenn man halt dann wirklich so mit einem anderen Kong, was sieht von einem anderen Kong und dann denkt, ah, warte mal, dann muss ich später nochmal zurück. So, jetzt folgen wir hier Winklys Rad und machen uns klein, bevor wir auf den Platz spielen. Aus dem einfachen Grund. Tolle Kameransicht gerade. Dass die große Teil nämlich zu schwer ist für Squawks. Halt dich fest! Los geht's! Quack! Der fliegt immer unorthodox, aber fliegt es hier in die Spitze des Tempels, wo mich dann hier in das Loch einfallen, wo wir auch ansonsten zu groß wären, nämlich. Oh no! Nicht der Käfer schon! Oh no! Du bist es, Tiny! Okay, wenn du bei der Rutschpartie schneller bist und 50 Münzen sammelst, überlasse ich dir eine goldene Banane. Nutze Joystick, um zu steuern. Steuere nach vorne, um zu beschleunigen, nach hinten, um zu abzubremsen. Drücke A, um zu springen. Okay, los geht's. Und hier müssen wir ein bisschen cheaten. Hab schon verkackt. Ich wollte mich eigentlich ganz gerne den Typen treffen, um uns einen Vorteil zu erhaschen. Genau, und oha. Das ist auch richtig ätzend. Das geht noch. Es gibt noch später Level, gibt es noch eine zweite Runde gegen den. Oh. So. Komm mal, die Münzen. Es ist nicht nur ein Rennen. Nein, das wäre ja zu einfach. Nein, wir müssen noch die scheiß Münzen ansammeln. Vor allem weiß ich nicht, wie viele hier maximal drauf liegen. Das heißt, wie viele wir theoretisch verpassen können. Ob ich jetzt schon zu viele verpasst habe oder nicht. Oder hier einfach runterfalle. Ja, essen kann auch. War freudig. Kollege Käfer. Von den Geräuschen her tut er mir ein bisschen leid, aber... Hm. So, so slippery hier. Ich werde jetzt die Klappe halten, aber ich bin ein bisschen kurz hier, ja? Einverstanden? Ich weiß nicht, wie man da springen soll an der Stelle. Hart abbremsen. Wo lang? Da lang. Oh, da kommt er. Müssen wir ein bisschen Strecke machen. Nächster Teil des Spaß. 45. 46, 47, 49, 50, oh, okay. Jetzt nur noch Ding nach Hause bringen. Ja, günstig, ja, so günstig. Okay, also es sind auf jeden Fall genug Münzen da, also 50 sollte eigentlich erreichbar sein. Ja, da hat noch Spaß dran, ne? Na gut. Kann sehr wohl sein. Hast ja gesehen. Ja, liegen wir hier.
Ne, auf die scheiße ich, die sind zu blöd. Ich verliere die Kontrolle. Da kommt das Spiel gar nicht her mit dem Münzenziel. Mal stark einlenken, hier fallen wir nicht und danach ist die Kurve, die gefährlich wird. Ja, jetzt hier ganz oben, aber nicht zu hart. Oh, oh. Ziel. Was? Uff. Los, schneller. Oh. Oh, das ist traurig. Ist besser als dein. Wie ist dein Preis? Dankeschön. Danke, danke. Und das Verteilen ist vierte Band, ne? Hm. Ah, ja. Okay, machen wir erstmal Tiny fertig. Wie viele Bananen? 10. Ich würde sagen, da stehen die Chancen auch ganz gut, dass die noch einen Ballon da hinten hat. Hoffe ich einfach. In dem Temple of Doom. Oder zwei Stauden. Klingt auf jeden Fall einfacher zu erreichen als die vier von den. So, wo ist da? Zweite Etage. Hier kommen wir erstmal hoch. Da. Hoppala. Ah, hier sind die vier Bananen. Ah, geil. Okay, direkt einsammeln. Nicht vergessen. Sehr schön. Sieht freut mich. Kamera, danke. Wir haben uns das Game schon durch. Also, die ganze Zeit schon nicht mehr, aber insgesamt seit Release, grob geschätzt 4-5 Mal, würde ich sagen. Da geht's rechts durch. Hätte ich doch schon mal die Bananenkamera, ne? Da geht's links. Wahrscheinlich 5-mal. 5-mal ist, glaube ich, schon realistisch. Über die Jahre. Ist ja auf jeden Fall auch schon ein paar Jährchen alt. Warte mal, 22, 98. Zwei im Sinn. Und 24 Jahre? Ja. Schade. Er hat sich eigentlich angeboten, nichts erst zu machen. Oder ist es noch von 98? Warum kann ich nicht groß werden? Hier ist nichts außer Bananenfilme. Dreck. Ist hier drüben wahrscheinlich nur die Bananenfee, die wir da auch nicht einsammeln können, weil ich noch nicht die Kamera geholt habe. Aber ja, spielt auf jeden Fall nicht neu für mich. Wie viele waren davon 100%? Also wenn es 5-mal waren, dann 4-mal 100%. 102%. Nur den ersten Playthrough habe ich nicht 100%ig gemacht. Aber muss ich auch sagen, dass ich danach bei mir dann eine Lösung zur Hand genommen habe. Damals noch, als das Internet noch neu war. Naja, so schreiben wir auch nicht, aber. Oh ja, die Akademie schien mir gut. Da kommen wir mal hin. Okay, das ist die Banane, die sammeln wir noch nicht ein. Weil, sobald wir die Banane einsammeln, müssen wir hier schnell raus.
Ist das hier wirklich kein Ballon oder haben wir den Ballon übersehen? Zwar habe ich mich damals auf GameFAQs.com mir eine Komplettlösung geholt. Das war damals so meine Go-To-Seite. Sehr papierintensiv. So ein Mist. Hab jetzt so drauf gesetzt, dass hier irgendwo noch ein Ballon erscheint. Dann gehen wir mal hier kurz in Ruhe durch. Aber hier schwebt nichts, ne? Sowas Blödes. Wo habe ich den Ballon übersehen? Oder zwei Stauden? Das ist ja schade. Naja. Hilft nichts. Wir haben es noch bei Mogelpower. Oh, jo, Mogelpower kenne ich auch noch. Ja, ja, ich bin schon im Weg. Beruhigen Sie sich. Ich habe auch vorhin schon mal gesagt, was ich auch hier mir jetzt herausnehmen werde, bevor ich mir hier einen Ast absuche, werde ich dann zum Beispiel, wenn ich wirklich ein paar Bananen partout nicht finden sollte, werde ich auch wieder zurückgreifen auf irgendeine Lösung. Einfach, um das Ganze nicht so statisch zu halten. Diesen Luxus nehme ich mir hinaus raus. Ich hoffe, man kann mir das verzeihen. Nach dem Level wird wahrscheinlich auch erstmal Schluss sein. Vielleicht auch schon früher. Weil ich später noch arbeiten gehen muss. Irgendwie auf Nachtschicht heute. Eigentlich nicht. Was? Würdest du mir sich verzeihen? Oh, sei. Don't be so cruel. Bist ja die eigene Familie, ne? Kann man sich ja die aussuchen. Gut, dann höre ich halt hier 80. Oh, verdammt! Dann irre ich halt hier 80 Jahre rum. Du bist für Unleiden sehen. Was ich schon noch sagen wollte, man merkt es manchmal, die Orangen haben so ein bisschen, ein klein bisschen Auto-Aim manchmal. Ah, Donkey hat ja zufälligerweise schon seine 100 Bananen. Also wird das Donkey abgeschlossen für diesen Level. Immerhin das schon mal. Get out. Ja. Jetzt verrecken wir, weil ich in diese scheiß Klappkopf laufen bin. Dann schließen wir jetzt kurz Diddy ab mit den 4 Bananen. Ja, die hätte ich schon wieder beinahe vergessen. Boah, wir sind einmal weggekommen, ohne in den Wand zu fallen. Unglaublich. Gut, das hat sich dann auch schön erledigt. Sehr schön.
Und dann würde ich sagen, schlüpfen wir das erstmal in Lenkys Haut. Hier auch für Lenken goldene Bananen. Das soll es auch anders sein. Und wir gucken uns erstmal natürlich, wie bei man auch, sein Moveset an. Wir haben hier ein relativ lange Combo mit seinem langen unteren Arm. Wir haben den Rückwärtssalto. Dann haben wir normalen Sprung. Mit der Sprungattacke. Wir haben keine Rutschattacke. Das heißt, da wird auch noch irgendwas kommen. Wir haben den Waldsprung. Und die Stampfattacke. Und das sollte alles gewesen sein, ne? Ah ne, beim Laufen noch. So. Dann würde ich sagen, gönnen wir dem Guten direkt erstmal seine Knarre. Mit der Kohle, die hier rumliegt. Und Lenky bekommt die Traubentröte. Wie cool er da steht, ne? Vor der Gangster. Steht dir gut, Lenky. Ich gebe dir eine kurze Einweisung. Willst du den Schuh da rausholen und wegstecken, halte Z und drücke C links. Drücke B und verfeuern. Mit Z oben schaust, wie für sie. Solche Dimension ausgehen, die mich hier vorwärts auffolgen. Das war's, Lenky. Ich bestelle jetzt eine nächste große Sache. Ich bastle. Ich bestelle. Lenky ist so lustig. Ja, auf jeden Fall. Ich finde ihn auch gut. Lenky ist auch echt einer meiner Favorites. So, das war dieses. Waren hier oben auf dem Banner, auf den Dingens, nicht schon Bananen. Nee, aber da, siehst du? Hoppla. Hoppla, hoppla. Hoppla, da war nee. Hip. Ah, die Sounds sind einfach nur gut. Hat 5 popelige Bananen, mehr nicht. Frech. Rausgehen werden wir uns gleich mal hier umschauen. Ah, ist schon wieder zu, ne? Toll. Manu! Weiß ich gleich nicht, was ich esse. Gerne Vorschläge. Maultaschen? Vielleicht Maultaschen? Maultaschen nicht mehr. Ist nicht ganz so großer Aufwand bei der Hitze. Auch dieses Traben, wenn man mit dem Huhn läuft. So ein frecher Ballon. Echt viele Sprites in diesem Spiel, ne? Also echt so 2D-Sprites von Gegenständen und Ballons und so. Das ist so ein komischer Effekt, weil die sich den ganzen Tag immer mit der Kamera mitdrehen, ne? Ich muss gleich auch gucken. Na, guck mal an. Was gibt's von dir? Eins weiß ich, zu wenig Fleisch. Ein kleiner Vegetarian Bash. Oder Veganer Bash. Aber weil es gegen die eigene Cousine ist, mag man es mir verzeihen. Gemüse mit irgendwas, ja genau.
Drei Bonusfass. Welcome to Bonus. Oh ja, das mag ich. Fliegende Fliegen. Das mag ich gerne. Erwische die Fliegen. Ah, um die Fliegen gleich einzusetzen. Wenn mich einmal das Timing raus hat, geht das eigentlich gut klar. Vor allem, wenn man weiß, wie spawnen. Wobei die nachher natürlich auch noch schneller werden und mehr und... Dann möchte ich sagen, dass ich das doch ganz gut drauf habe. Der rülps hier einfach in unser Verfahren. Bye, have a great time! So. Also irgendwie ging das bisher. Ich weiß nicht mal, früher auf jeden Fall mit irgendeinem von den Kongs mehr Probleme hatte, da rauszukommen. Vielleicht mit Chunky? Die Soundfiles sind echt von Chunky mit am, von Lenky mit am geilsten. Wobei ich Chunky auch. Huch, da wollte ich noch gar nicht rein. Chunky auch mag, weil er so ein riesen Tüpel ist und so ein Riesenbaby irgendwie. Voll das Tier, aber halt dann trotzdem so sanft und ängstlich teilweise. Gefällt mir auch gut. Nun denn. Keine weiteren Bananen, aber dafür mehr Münzen und uns ein Musikinstrument oder einen Punk bei Quenke zu holen.